Der SC Hessen Dreieich hat sich vom Kampf gegen den Abstieg in der letzten Saison bis hin zum souveränen Spitzenreiter der Lotto-Hessenliga gemausert. Hessen Dreieich belegt zur Winterpause Platz 1 der Tabelle. In 20 Spielen ergatterte die Mannschaft von Trainer Rudi Bommer 50 Punkte und baute ein Polster von 12 Punkten auf die Verfolger auf. Zunächst erstmal muss ich dazu sagen, das sind für mich ja jetzt nicht so, wie die Leute auch denken, 12 Punkte Vorsprung. Sondern wir sind ja erst am 4.3. dran mit unserem ersten Punktspiel und die anderen haben 8 Tage vorher schon die Saison zu bestreiten. Und unsere Konkurrenten haben jetzt auch nicht so schwierige Spiele, sodass ich davon ausgehe, dass wenn wir einsteigen, dann am 4.3., dass eben nur 9 Punkte Vorsprung sind. Ja? Und das habe ich auch meinen Jungs gesagt. 9 Punkte ist eigentlich nichts. Das hast du mal ganz schnell verspielt, wenn du nicht richtig rauskommst aus dem Winter. Und von daher müssen wir schon sehr konzentriert gerade jetzt auch in der Vorbereitung arbeiten und auch sehr gut rauskommen. Erstaunlich für das Top-Team ist die Fairness-Tabelle. Mit lediglich 30 gelben, einer roten und einer gelb-roten Karte steht der SC Hessen Dreieich ebenfalls an der Spitze der Fairness-Tabelle. Nico Opper, muss ich sagen, sieht es schon richtig, richtig gut aus. Also ich denke schon, dass wir den Nico bis zum ersten oder auf jeden Fall bis zum zweiten Spieltag richtig hinkriegen. Der Mannschaftskapitän Nico Opper hat sich von seiner Verletzung erholt und will zum Auftakt wieder einsteigen. Ich bin jetzt so weit, dass ich wieder teilweise mit der Mannschaft trainieren kann. Ich kann noch keine Zweikämpfe führen, aber ich bin auf einem guten Weg und wenn alles gut läuft, werde ich auch zum Saisonstart wieder fit sein. Youssef Mokhtari gehört zu den erfahrensten Spielern und zählt zudem zu den Stützen der Mannschaft. Der 37-jährige Routinier ist aber keineswegs müde und ist heiß auf den Rückrundenstart. Wir dürfen uns jetzt nicht ausruhen, dass wir jetzt sagen, okay, wir haben ein gutes Polster. Das heißt, wir müssen in jedem Spiel unsere 100% abrufen, damit wir auch Ende der Saison auch da stehen, wo wir jetzt stehen. Verstärkt hat sich Hessen Dreieich in der Winterpause auch. Ex-Eintracht-Profi Julian Dudda, der zuletzt für die Sportfreunde Siegen aktiv war, und auch Tobias Grundler haben sich dem Team angeschlossen und sind ab sofort spielberechtigt. Zum Auftakt der zweiten Saisonhälfte spielt SC Hessen Dreieich gegen den 13. FC Ederbergland. Die Mannschaft um Rudi Bommer darf zum Saisonauftakt als Favorit ins Rennen gehen. Den Jugendbereich zu fördern, ja, und den Jugendbereich richtig auszubilden. Das ist die Intention, das ist das Erste, was für uns hier gilt. Und das andere, dass wir vielleicht aufsteigen können, wenn wir, wie gesagt, aus dem Winter gut rauskommen und das durchziehen bis zum Sommer dann. Das ist die zweite Sache. Das ist, ich sage in dem Moment, ein nettes Beiwerk. Ja.